Hi Leute, willkommen bei Tupac VR und willkommen bei der Legion. Keine Angst, ist keine neue Internetsekte oder sowas. Ich möchte euch heute hier eine neue Internetseite vorstellen, und zwar vr-legion.de. Die beschäftigt sich komplett um das Thema VR, also nichts anderes. Hier steht auch extra oben, we don't play flat. Das halten die auch so. Und ja, die Seite möchte ich euch hier gerne vorstellen. Video wird nicht lange dauern, aber dass ihr euch das mal auf jeden Fall mit mir so ein bisschen anschaut. Ich möchte euch die drei Leute vorstellen, die das Ganze hier aus dem Boden gestampft haben. Das ist einmal die Maike, der Dennis und der Fini. Viele kennen die vielleicht unter den Namen auch Abraxa, der Dot und Fini U oder Fini U. Die drei haben das Ganze hier ins Leben gerufen und ich finde, es ist ein richtig geiles Projekt und gibt es so auch noch nicht im deutschsprachigen Raum. Ich weiß nicht, ob es sowas auch gibt im englischsprachigen Raum schon, ob sowas draußen ist, bin ich mir nicht sicher. Ja, auf jeden Fall möchte ich euch die Seite hier so ein bisschen vorstellen. Ich sehe die Seite so ein bisschen als Schnittstelle für alle VR-Fans da draußen. Hier wird man echt super informiert. Ich zeige euch hier mal einfach die News-Seite erstmal, diese News-Rubrik. Also hier ist alles drunter, was Software, Hardware und so weiter angeht. Hier kann man das sich wirklich nochmal getrennt anschauen, wenn man hier draufklickt. Ne? Hier werden jetzt nur Spiele angezeigt. Dann gibt es hier auch unter Tests, Spieletests, Hardware-Tests und Software-Tests. Wir gehen einfach mal hier auf Spieletests. Hier hat der Dennis zum Beispiel Indes gezockt. Er schreibt dann dazu auch eine kleine Review, was bei uns VR-YouTubern ja so manchmal ein bisschen fehlt. Also oft ja, zeigen wir nur das Gameplay-Material, erzählen dann natürlich ein bisschen, aber so genau ins Detail, wie hier gegangen wird, das machen die wenigsten. Ja, hier sehen wir auch Gameplay-Material vom Hoshi zu Indes. Und ja, zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Wir gehen jetzt hier mal in die Hardware-Rubrik. Ist noch nicht so groß gefüllt. Die Seite ist auch noch nicht so lang draußen. Trotzdem gibt es hier super viel Inhalte schon. Das muss man auch sehen. Zum anderen habe ich irgendwo gelesen unter irgendwelchen Kommentaren, ja, die Seite würde nicht so gut aussehen. Also ich finde den Look erstmal gut. Ist alles sehr übersichtlich gehalten, finde ich. Und man muss da auch zu sagen, das Ganze ist werbefrei. Ne? Es werden keine Pop-ups oder irgendwas da eingeblendet, was meistens tierisch stört. Also mich nervt es einfach, wenn nur noch Pop-ups reinkommen ins Fenster, die man wegklicken muss. Dann wird das Ganze schon fast wie ein Spiel, wer am schnellsten die Pop-ups hier wegklickt. Und das machen die ganzen, das macht die Seite nicht. Und die finanzieren sich auch hier ein bisschen über, ja, die nennen das eine virtuelle Kaffeekasse. Da kann man per PayPal spenden oder man kann diese Affiliate-Links zu Amazon benutzen. Also wenn ich was bei Amazon bestelle, kann ich das über diesen Link tun und ja, unterstützt diese Seite damit ein bisschen. Sollte jeder machen. Ja, Patreon haben sie hier auch noch. Ich finde, das ist eine echt coole Idee. Ja, hier gibt es natürlich noch, werde Teil der Legion, besuche uns im Discord. Also es gibt einen Discord für die VR-Legion und da sind natürlich auch alle willkommen in diesem Discord. Und ja, gehen wir mal weiter, eine Rubrik weiter, da gibt es die Videos. Also hier sind sehr viele deutsche VR-YouTuber aufgelistet. Gaming Lady, Niki, Hanks VR, Hoshi, MoFun, Sebastians Alternative Realitäten. Meine Wenigkeit, Tupac VR, der Voodoo ist dabei, das VR-Pack und der Zitronenarzt ist auch dabei. Ich denke mal, diese Spalte füllt sich mit der Zeit auch nochmal mit ein paar anderen Leuten wahrscheinlich. Okay Leute, gucken wir uns mal hier so eine Videorubrik an. Wir gehen mal direkt auf meine. So, ich muss ja ein bisschen Eigenwerbung betreiben. Zur Werbung wollte ich auch noch loswerden. Dieses Video mache ich jetzt... Weil der Grundgedanke von dieser Seite hier, ich finde den richtig genial. Und zwar, als ich noch keinen VR-Kanal hatte und ich habe ein Spiel gesucht und war mir nicht sicher, lohnt sich da überhaupt der Kauf für dieses Spiel? Oculus hat noch keinen Refund gehabt. Und ja, man suchte jetzt Gameplay-Material. Hatte ich das Problem, wenn ich was suche an Let's Play oder Gameplay-Material, suche ich das meistens in Deutsch. Und das war damals ein Problem, da wirklich deutschsprachige Inhalte zu finden. Und
Ja, man hat dann einen Spieletitel eingegeben, man hat Let's Play German und oder Deutsch oder so dahingeschrieben und trotzdem kam immer wieder und kommt auch jetzt noch englischsprachige Sachen. Ja, weil wahrscheinlich die Tags und so weiter dazu auch passen. Das hat mich tierisch gestört und genau hier setzt diese Seite meiner Meinung nach an und man findet hier als VR-Fan ja, eine riesige Menge an VR-YouTubern. Es sind noch nicht alle, da habe ich ja eben schon erwähnt, da werden wahrscheinlich die nächste Zeit immer noch ein paar auftauchen, neue. Trotzdem hat man hier jetzt schon eine richtig große Übersicht an den deutschen VR-YouTubern und kann sich da die ganzen Inhalte raussuchen. Man muss nicht unbedingt Google anschmeißen oder YouTube oder so weiter. Hier hat man echt viel, viel schon auf einen Blick. Wenn ich hier nur auf Videos klicke und noch nicht mal in die eigenen einzelnen Rubriken rein, sehe ich hier schon die ganzen neuen Videos, die jetzt hier rauskommen von den ganzen Leuten für Samsung Odyssey, PlayStation VR, für die Oculus, für die HTC Vive und so weiter. Also genau da setzt meiner Meinung nach diese Seite an, was ich echt lange bemängelt habe und wo es wahrscheinlich auch vielen anderen Leuten so geht, die deutschen Kram suchen und ja, da nicht genug Videos finden oder nicht genug einzelne YouTuber, man findet vielleicht immer ein, zwei Leute natürlich. Voodoo findet man immer, ist natürlich unser größter VR-YouTuber hier in Deutschland. Aber ne, andere machen auch Videos, wie man so schön sagt, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Passt hier, glaube ich, ganz gut. Und ja, hier haben die Leute genau diese Anlaufstelle und guckt euch die Seite an. Also ich kann hier so viel reden, wie ich will. Guckt euch die Seite selber an, macht euch einen eigenes Bild davon und ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, ich wollte eigentlich hier, ich bin eben ein bisschen abgedriftet. Ja, hier sieht man zum Beispiel eine Übersicht von meinen Gameplays jetzt. Zum Beispiel gestern habe ich angefangen, Red Matter zu zocken. Hab eine Playlist erstellt, das sehen die Jungs und Mädel natürlich auch und dementsprechend passen die das hier auch an. Auch wenn jetzt nur eine Folge da drin ist, das werden in der nächsten Zeit noch mehr Folgen kommen und ja, ist schon cool, dass das dann auch direkt angezeigt wird. Hey Leute, das ist eine Playlist, da wird noch mehr kommen und ja, ist auch interessant für die Leute dann auch direkt zu sehen, dass es kein einzelnes Video ist. Ja, was gibt's noch zu sehen? Das Team habe ich euch ja eben schon vorgestellt. Kalender ist noch zu erwähnen, glaube ich. Auch wenn noch nicht viel drin steht. Der Sebastian steht jetzt hier mit seinem Kanal schon drin. Der hat am 3. Juni jetzt hier einen Livestream. Wenn ich zum Beispiel jetzt vorhabe, einen Livestream zu machen, teile ich das der VR-Legion mit. Die tragen das hier ein. Und die Leute, die halt VR interessiert sind, können sehen, okay, wenn jetzt der irgendwann mal gefüllt ist, dieser ganze Kalender hier. Ja, werden da wahrscheinlich mehrere Sachen drinstehen. Dann kann ich mir bequem wie so ein Fernsehprogramm angucken. Okay, heute macht der das, morgen macht der das und so weiter und so fort. Coole Idee, gefällt mir echt gut. Ja, es gibt noch einen Discord. Also wer die Leute auch kennenlernen will, kann sich hier anmelden. Hier sind ja alle VR-YouTuber drin. Hier sind die drei Gründer drin in diesem Discord. Also besucht den Discord, kommt da rein, joint uns und wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Alle Leute sind da willkommen und ich hoffe, so können wir eine richtig geile Anlaufstelle aufbauen und das VR immer noch weiter wächst. Ja. Ich würde sagen, für meinen Teil war es das erstmal. Guckt euch die Seite an. Mir gefällt's. Ich hoffe, euch gefällt's auch. Wenn ja, haut ein Like raus. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, natürlich auch ein Abo, würde mich echt freuen. Freut mich immer. Abos kann man immer gebrauchen, besonders wenn man erst seit kurzem dabei ist. Und ja, ich würde sagen, noch einen schönen Tag und wir sehen uns bestimmt irgendwann nochmal. Bis dann. Ciao.